legt sich den Ball hier weit nach vorne und geht schon wieder mit gestreckten Beinen da rein. Was ist denn hier los? Er geht mit 100 km/h Speed rein, tritt den weg. Und das werden wir zurück machen. 100%. Sollen die heulen? Und Majus setzt direkt das erste Zeichen. Und Ömsen haut den hier voll aus dem Leben. Eventuell muss der Junge jetzt sogar operiert werden. Ich versuche an den Ball zu kommen und werde da erstmal aus dem Leben getackelt. Wir müssen jetzt mal immer darauf achten, ob die Jungs ihren Trainingsanzug anhaben, wenn die reinkommen. Oh, weil dann, du hast den an, ich sehe das schon. Da können wir fett Para machen. Ey, was machen denn die Obdachlosen jetzt hier vor der Tür? Fünfer. Warte. Let's go. Aber warte, Fünfer? Let's go. Warte, aber 8 Minuten zu spät. Das heißt 8 Euro plus 5. Kannst du das mal ganz kurz ausrechnen? 13 Euro. So, Mr. Holzi, ne? Deutlich zu spät hier angekommen. Ja, ich war die ganze Zeit da hinten auf Klo im Busch, weißt du? Es wird teuer. Gehen wir mal zum Trainer und gucken mal, wie teuer wird das? Ja, ja. Oh, für mich ist auch nichts teuer. 11 Euro. Wir verstecken uns hier vor Fans. Hier ist Holzi! Ey, du Penner! So muss man noch mit den Fans umgehen, oder? Bombastic Side-Eye. Yo! Willkommen heute zum letzten Testspiel. Auswärts gegen Büderich. Denn in 2 Wochen geht die Aufstiegsrunde los. Da startet endlich die Saison. Ja, da müssen wir richtig reinkommen. Deswegen sind wir mit einem großen Kader hier natürlich heute angekommen, ne? Wenn das schon für dich groß ist, dann weiß ich ja, was da unten auf jeden Fall los ist. Was riesengroßes. Was hat der Mario hier geschrieben? Wir spielen in weiß. Was hat denn der Louis da an? Sag mal was in dem scharfen Katalog. Einmal. Boah, ehrlich, das ist eigentlich. Das gibt einfach nur eine Bombe, würde ich sagen, Alter. Einmal von jedem eine Bombe. Dann hat sich das. Eigentlich. Ach, nee. Nee. Hier seht ihr den berühmt-berüchtigten großen Kader, von dem Holzi gesprochen hat, ne? Sehr, sehr groß auf jeden Fall. Der meinte fett groß. Das wollte er damit sagen. Um genau zu sein, haben wir heute einen Auswechselspieler. Hello there. Will eine Banane? Ich hab noch 3. Das wollte ich auch machen. Achso, die andere willst du? Ja. Das Einzige, was ich von euch verlange heute, ist verletzungsfrei zu bleiben und trotzdem Gas zu geben und Spaß zu haben. Ne? Das ist das letzte Testspiel vor Ligaspielen. Auch fürs Video. Jeder Spieler soll in den Kopf bekommen, dass wir ein Ziel haben. Jeder! Und ich habe keinen Bock mehr, deswegen habe ich auch gerade gesagt, ich mache nur die Ausstellung und fertig. Ich habe keinen Bock, da immer hinterher zu laufen. Deswegen diese Nachricht, die ich in die Gruppe geschrieben habe. Ich bin da jetzt rigoros, das ist mir scheißegal. Ich akzeptiere keine Entschuldigung mehr, wenn die Nachricht heute am Spieltag kommt. Akzeptiere ich nicht. Ihr wisst, wann wir Treffpunkt haben, wann dies und das ist. Das wisst ihr. Ansonsten, wie gesagt, Jungs, wir haben eine geile Truppe. Nehmt diesen Schwung mit. Auf ein schönes Spiel, let's go. Und ganz kurz zu dem Spiel noch, Jungs. Ne? Das ist das letzte Testspiel. Wir wissen, manche nehmen Tests nicht ganz so ernst. Aber lass mal einmal so in das Spiel gehen, als wäre das jetzt das erste Saisonspiel. Als würde es jetzt wirklich um was gehen. Weil das ist der Test jetzt wirklich, das ist das letzte Spiel, was wir vom ersten Saisonspiel haben. Genau so ist. Yannick, ja, der Strafenkatalog, dir wird das gefallen, ne? Boah, Junge, was ist das für ein Dreckswetter hier heute, ne? So kalt mit Regen. Ich sag euch, ich werde heute mindestens 5-mal ausrutschen. Ey, was ist das für ein Wetter, Alter? Ich dachte, es wäre Sommer irgendwie jetzt. Guck mal, der macht nie irgendetwas hier, ne? Ne, Mo? Lass die Likes da auf dem anderen Video, ne? Brownies will ich haben. Er macht Karate-Kick. Ja! Wo ist der Junge, Alter? Holzi, Alter, was machst du? Die warten alle auf dich. Oder ich muss auch meine Prediction abgeben, ne? Wie das Spiel heute ausgehen wird. Ich glaube, das wird heute eine ganz enge Kiste. Ich sag 2-2 spielen wir heute nur. Ist schade, aber ist tatsächlich so. Und 2 Tore Mario Bratte. Also was wir nicht oder nicht ausreichend haben, ist auf jeden Fall die Konzentration außerhalb des Platzes und vor dem Spiel und so. Mario hat schon einiges dazu gesagt. Da müssen wir halt den zweiten Weg gehen, Plan B sozusagen. Und Plan B ist, sobald der Schiedsrichter anpfeift, volle Konzentration. 90 Minuten, 90 plus 3, plus 5, plus 10, wenn es sein muss. 90 Minuten nur Fußball, 11 gegen 11, Jungs. Denn, und ich sage es noch einmal, Ella kommt näher.
Und die werden wie ein Tsunami, wie ein Güterzug werden die kommen. Ich sage es euch heute nur nochmal, dass keiner sagt, ja, woher kam das denn? Also nutzt das Spiel von Anfang bis zum Ende, also! Ja! Ja! Nimm das Ernste. Ja, lass die Welle bitte surfen, ne? Und damit starten wir hier heute in unseren letzten Test, bevor es dann weiter mit der Saison geht in der Aufstiegsrunde. Wir sind immer noch in der ersten Minute und wir starten direkt mal unseren ersten Angriff über Capitano Holzi. Der spielt einen scharfen Ball auf Majus, der versucht ihn direkt weiterzuleiten. Ich halte ihn im Spiel, spiele ihn auf Mario, der legt ihn sehr weit vor. Ich versuche an den Ball zu kommen und werde da erstmal aus dem Leben getackelt. Bruder, was macht der gerade? Das Problem bei der ganzen Sache war, ich war so schnell, dass ich gar nicht mehr abbremsen konnte und bin, wie ihr seht, mies auf die Schulter geknallt und wusste direkt, da stimmt irgendwas nicht. Und das sieht gar nicht gut aus, ja. 35 Sekunden gespielt, dann passiert hier diese Aktion und Spidey kann einfach seinen Arm nicht mehr bewegen. Wir mussten dann natürlich direkt wechseln, wir waren aber ja nur 12 mit einem Auswechselspieler. Und das jetzt kurz vor der Aufstiegsrunde ist natürlich ganz, ganz bitter. Das kannst du echt keinem erzählen. Das ist die erste Aktion gewesen. Der Typ und Gretchen sind so um. Wofür? Fühl du mal hier. Was ist denn das? Warum bist du so dick? Boah, der Knochen ist jetzt ein bisschen draußen. Warte. Währenddessen geht es hier aber mit dem Freischuss von Boris ausgeführt weiter. Mario ist da frei, hält da glaube ich das Knie hin und das Ding ist drinne. Ja, das nennt man Karma. Ey, haben die Tor geschossen? War der drin? Ja! 1-0! Stark, hast du davon? Die Jungs treffen eiskalt direkt mit dem anschließenden Freischuss zum 1-0. Aber ich konnte mich auch gar nicht mehr so sehr darüber freuen. Büderich jetzt mit dem Gegenangriff. Aber Meli ist zur Stelle, unser IV des Vertrauens. Stibitzelt den jetzt hier ein bisschen zur Seite. Und Luis kommt auch mal angegrätscht. Aber macht's wie ein Ehrenmann und zieht das Bein zurück. Ich kann wirklich meinen ganzen Arm nicht mehr bewegen. Der Gegner hat das, glaube ich, auch zu ernst genommen. Mit direkt mal so tun, als wäre das erste Ligaspiel, ne? Geisteskrank. Etem ist hier auf der anderen Seite mit dem Ball am Spazieren, spielt jetzt hier einen Pass auf Marius. Marius ist hier immer noch am Ball, geht nochmal über Boris und Boris versucht da vorne einen durchzustecken Richtung Diego, aber da ist ein Gegner dazwischen. Der macht das Spiel schnell mit einem hohen Ball. Der Stürmer kriegt den Ball hier vom Kopf und Ömsen haut den hier voll aus dem Leben. Das war auf jeden Fall eine gute Revanche für den Spidey, ja. Aber war natürlich keine Absicht, ne? Zwinker, zwinker. Das war ein schönes letztes Spiel für mich. Wie soll ich mich denn jetzt aussehen? Geht ja gar nicht. Und jetzt der anschließende Freistoß hier auf der anderen Seite. Können die Gegner den auch direkt verwandeln? Nope. Nein, das können nämlich nur wir. Ömsen fliegt da wie die beste Airline, die es gibt. Aber der Ball ist noch nicht heiß. Und jetzt hier direkt wieder ein hoher Ball ja vom Gegner. Diesmal auf die andere Seite. Ja, und Yannick muss da ins Duell gehen. Nummer 11 ist hier aber eher am Ball, spielt den Ball rein. Ich komme noch davor, spiele direkt auf Meli. Und jetzt ist es ein bisschen Ping-Pong-Fußball. Ne? Erstmal den Ball einfach aus der eigenen Hälfte hier rauskriegen, ja. Das wird noch ein ganz harter Kampf. So viel einfach in den ersten Minuten passiert, das ist ja wirklich unglaublich. Der Gegner wieder mit dem nächsten Angriff durch die Mitte, die kommen da sogar durch, aber Holzi schaltet mal ganz kurz den Turbo ein und ist zuerst am Ball, hält ihn jetzt auch noch im Spiel, auf ganz locker, auf ganz cool macht er das, spielt den Pass auf Lukas. Der neue Lukas jetzt hier am Ball, spielt einen Pass in den Lauf von Luis, der ist ein bisschen weit, aber der Gegner, keine Ahnung, was der da macht, war auf jeden Fall ein cooler Trick, ja. Oh my God! Für mich geht's jetzt ins Krankenhaus, viel Glück an die Jungs. Die machen das schon. Ich hatte vollstes Vertrauen in FC Brotatatas, dass sie das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Und der Luki knallt mal wieder drauf. Das ist auch das, was er am liebsten macht. Wir haben uns übrigens noch nicht für einen Spitznamen für ihn entschieden. Die Glatze von Büderich jetzt hier am Ball. Spielt einen hohen Ball nach vorne. Also irgendwie ist das schon komisch. Jede Kreisliga-Mannschaft hat zumindest eine Glatze im Team, ja? Nummer 11 verteilt jetzt erstmal hier einen Panner. Aber Lukas holt jetzt hier Nummer 2 komplett aus dem Leben und klärt diesen Ball gut. Besagte Glatze bringt hier die Flanke, die rutscht erstmal komplett durch, wird nochmal scharf gemacht hier von den Männern in Blau und irgendwie fäustet den da raus, viel Kuddelmuddel jetzt im Fünfer und am Ende klären wir den Ball. Stark. Also in die Kommentare schreiben, gute Besserung an Spidey, hoffentlich ist da nichts gebrochen, hoffentlich ist es einfach nur ewig gelandet und das halt wieder schnell. Sehr schade beim Testspiel, muss man ehrlich dazu sagen. Und hier haben wir auch wieder den Übeltäter, ja, Knochenbrecher Johnny, der da eben auch das Foul begangen hat, spielt jetzt hier einen Pass, aber wir kommen über Lukas direkt wieder in den Ballbesitz, der gewinnt jetzt auch hier diesen Pressball mit dem Knochenbrecher. Der will aber noch einen nass machen und das ist dann einer zu viel für einen Luke. Majus Mr. G ja heute auch in der Startelf, sonst meistens nur bekannt durch seine
sagenumwogenen Ansagen und Reden, aber ja, macht hier heute auch sein Spiel. Wir verlieren leider den Ball, aber erobern ihn direkt zurück mit einem super Körpereinsatz von Luki. Das gefällt mir. Gib den Jungs das zurück, was sie hier selber gesät haben. Ball auf Lewis und jetzt kommt der Holzi vom Büderich, setzt auch nochmal zur Grätsche an. Also die wollten es ja richtig heute wissen. Lewis bleibt aber stabil, bringt den Ball in die Mitte und da hätte ich natürlich stehen müssen. Junge, komm mal, Alter! Schöner Diago jetzt hier von Boris in Richtung Luis, aber der legt sich einfach mal hin, denn der braucht natürlich auch mal eine Pause, ne? Der kann ja nicht immer ins Laufduell gehen. Die Glatze von Büderich wieder mit einem Ball hier raus auf die Nummer 11 und Willi Orban stellt den Gegner erstmal. Jetzt kommt der Ball aber in den 16er, ich kläre den hier casual per Hacke. Mario hat den Ball unter Kontrolle und macht das hier schlau über Luis. Und die Nummer 2 liegt tatsächlich schon wieder hier auf dem Boden. Ich glaube, der dachte heute Strandurlaub. Und Knochenbrecher Johnny mal mit einer Fährengrätsche am Start. Ja, wie es normale Menschen machen, sieht man natürlich auch selten. Another one. Super Abwurf von Oemsen. Luki verspringt der Ball aber ein bisschen zu weit. Und Oemsen ist irgendwie nicht mehr im Tor, aber zum Glück geht der Ball drüber. Etem am Ball, ja, unser Rechtsverteidiger. Ja, immer wieder aktiv. Jetzt auch mal durch die Mitte. Legt den Ball hier rüber auf Jäger. Jäger nochmal über Mario. Mario über Lukas. Und Luis sieht da schon wieder Etem. Also Etem wirklich sehr underrated, ist jetzt auch auf der anderen Seite aktiv, hält hier diesen Ball noch im Spiel. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Etem mal eine Icon-Card bekommt, ja. Lukas hat die Übersicht, spielt jetzt wieder auf Boris. Und Boris spielt den Ball nach vorne und da ist schon wieder Jäger und Etem. Der ist ja wirklich überall. So langsam beschleicht mich hier das Gefühl, als hätte man uns zum Testspiel eingeladen, um uns kaputt zu treten. Keine Ahnung, warum die Gegner so übermotiviert waren. Aber was soll man machen? Wir gehen jetzt erstmal in die Halbzeitpause. Jungs und Mädels, wir haben gerade erfahren, dass Lukas leider im Krankenhaus ist. Ganz unglücklich da mit der Schulter gefallen. Muss man auch beim Testspiel so hart reingehen, ist da die Frage. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall für ihn den Sieg holen. Ich hoffe, dem geht es schnell wieder gut. Gute Besserung und lasst ein Like da, damit er schnell wieder zurückkommt und für die Rückrunde dann wirklich wieder fit ist, ja. Gegen den Ball super erste Halbzeit. Kann ich nichts sagen. Ich glaube, die haben keine große Torschuss gehabt, außer den Lattenschuss. Klar, kann man sagen, dass es scheiße ist, wie Lukas fällt. Aber es ist für mich trotzdem ein klares Tor. Er geht mit 100 km/h Speed rein, tritt den weg. Und das werden wir zurückmachen. 100%. Sollen die heulen? Die laufen hin und her, die können Fußball spielen, aber das ist halt unsere Qualität. Jetzt müssen wir dagegen halten, uns für die Saison mental vorbereiten und den einfach mal mit eingeben. Richtig mit. Weil das ist assi. Das ist assi. Sag ich euch ganz ehrlich. Egal wie gut ich mit dem Trainer bin, da auf dem Platz bin ich immer emotional. Und das geht mir auf den Sack. Als Spidey rausging, hatten die da in der Mauer, die haben sich ein bisschen lustig gemacht. So, jetzt kann ja Klicks machen und so. Und das ist eine ganz fiese Seite. Ja. Kann man sich auch sparen. Weißt du, hart ist gut, aber kann man sich dann auch sparen. Und natürlich, man sagt immer, wenn sich ein Spieler verletzt, ja auch für ihn. Wir spielen immer für die Mannschaft, aber erst recht jetzt für Spidey. Sollen die sich weiter lustig machen? Wir machen die Klicks, aber wir spielen auch für uns. Aber die Klicks machen wir nicht wegen der Verletzten, die Klicks machen wir, weil wir die einfach auseinandernehmen. Vielleicht ist das ja genau das richtige Spiel, um endlich mal so auf Level zu kommen. Weil kann gut sein, dass dann im ersten Spiel genauso sehr die Post abgeht. Klar, dann haben wir vielleicht noch einen Hans, dann haben wir noch ein paar Spieler mehr, noch ein paar Optionen mehr. Aber trotzdem, das ist vielleicht genau der Test, den wir noch brauchen. Und mal abgesehen von allem, was wir besprochen haben, ist das vielleicht genau der Test, wo wir endlich mal so richtig in Level reinkommen, damit wir 100% da sind, wenn es dann losgeht gegen Jena. Ne? Also, kommt los. Zweite Halbzeit startet und hoffentlich machen wir richtig, richtig viele Klicks mit dem Video und nehmen den Gegner auch noch auseinander. Ne? Ja, Karma kommt immer zurück, meine Freunde. Ich kann über sowas nur lachen, alles gut. Und Marius setzt direkt das erste Zeichen. Ihr habt die Ansage von Mario und Marius gehört. Wir wollen das Spiel hier auf jeden Fall gewinnen und vielleicht dem Gegner auch noch den einen oder anderen mitgeben. Ich spiele jetzt hier einen langen Pass auf Marius. Der setzt sich hier gut gegen zwei durch. Spielt ja auch noch einen schönen Pass in den Lauf von Etem, aber da ist der Gegner davor. Und wir springen hier rein in einen Freischuss für den Gegner aus einer ja, gefährlichen Position. Vielleicht sind es so 25 Meter, vielleicht ein bisschen weniger. Ich weiß es nicht genau. Nummer 11 schießt der. Ja, der landet irgendwie im Netz. Der kommt vorher auf. Ich glaube, Oemsen sieht da nicht genug und leider ist er am Ende drin. Aber ist nicht schlimm. Oemsen, Habibi, mach dir keinen Kopf. Ich glaube, wir haben schon schlimmere Dinger sogar kassiert. Aber jetzt müssen wir natürlich wieder rankommen und der Jäger kommt ran, pannert den Torwart und macht das 2:1. Jäger, the Goat, sticht zu. Wir sind einfach wieder in Führung. Das ist ja unglaublich. Jäger.
The Go trifft tatsächlich, ja, der Super-Sub für Spidey und Bore setzt hier immer wieder schön das Gesagt in der Halbzeitansprache um. Und den einfach mal mit eingeben. Aber auf dem 2:1 ruhen wir uns natürlich nicht aus, wir wollten weiter, der Lukas spielt nach vorne und Mo ist einfach verwirrt, welcher Ball der richtige ist. Luis spielt ihn rein auf Mario und schon wieder übertriebenes Reingehen, diesmal gegen Mario, der Arme hält sich da den Fuß, ist das etwa ein Elfmeter? In Gedenken an Spidey habe ich mir jetzt hier diesen Elfer genommen und schweiß ihn jetzt hier rechts unten rein. Schöne Grüße an Spidey. So, für so. Nummer 7. So. Für Nummer 7. Hashtag gute Besserung, Spidey. Ich muss sagen, nach diesem Tor und diesem Jubel geht es meiner kaputten Schulter tatsächlich schon etwas besser. Danke an die Jungs, die haben wirklich alles gegeben an diesem Tag. Jetzt müssen wir den Sieg aber auch nach Hause mitnehmen, mit in die Heimat. Aber irgendwie sieht das gerade nicht so gut aus hier bei der Verteidigung. Aber Ömsen, der sieht wunderbar aus. Diesmal die Glatze von dem Brotatatas am Ball. Ja, hoher Ball von mir in Richtung Mario. Der pflückt den hier wunderschön runter. Spielt den jetzt hier durch die Lücke für den Goat. Und das ist angeblich abseits. Das kann ja gar nicht sein. Der Goat kann gar nicht im Abseits stehen. Dann probiert der Holz jetzt halt nochmal von hinten. Diesmal mit einem kurzen Ball auf Atem. Und ich muss sagen, nicht mal im Knast ging es so hart zur Sache wie hier auf diesem Platz. Und dafür gab es jetzt hier auch den Eckball. Atem bringt jetzt hier die Ecke und wieder ist es der Goat, der da kurz am Ball ist. Aber Büderich schafft es irgendwie über Umwege, den Ball zu klären. Meli die Melone baut das Spiel von hinten auf, wie er es am liebsten mag. Langer Ball auf Luis, der nimmt ihn artistisch mit und macht jetzt hier ein paar gute Meter. Achtung, Nummer 5 wieder am Start. Natürlich wieder am Grätschen, was auch sonst. Trifft diesmal aber tatsächlich nur den Ball. Was steht da noch? Freistoß aus der gleichen Position wie beim Gegentreffer, aber das ist ja wirklich gar nichts. Jäger hat den Ball versucht, ihn zu klären, kommt aber nicht ganz so weit, aber am Ende hat Boris hier den Ball und macht das Spiel schnell. Geht erstmal hier an 1-2 vorbei, schiebt den Ball auf Luis. Luis mit dem Seitenwechsel auf Majus. Majus Mr. G. Was kann er machen? Er flankt ihn auf Mario, er nimmt ihn an, aber der ist natürlich schwer zu verwehren. Holz jetzt hier, das ist der andere. Der Gegner jetzt hier mit einem Freistoß rein in den 16er. Der Ball kommt über Umwege noch zu einem anderen und der schiebt ihn rein. 3:2, aber wir führen immer noch ganz entspannt, ja. Interessant, dass alle Tore hier durch Standards gefallen sind. Deswegen versucht Boris den auch, glaube ich, hier von 80 Metern ins Tor zu kloppen, aber der kommt leider nicht ganz an. In der Schlussphase kann es jetzt hier nochmal spannend werden, aber wer solche Pässe nach hinten spielt, der gibt Boris natürlich hier eine schöne Einladung. Geht jetzt hier ins 1-gegen-1, aber Knochenbrecher Johnny macht das hier gut, macht sich da lang, legt sich den Ball hier weit nach vorne und geht schon wieder mit gestreckten Beinen da rein. Was ist denn hier los? Trifft er hier Mario, dann ist auch seine Karriere vorbei. Also das ist wirklich geisteskrank. Das muss ja schon 2 rote Karten geben. Alleine! Gut, Janik, Junge. Sehr gut. Ihr hört den Luis da, wie er sich aufregt, aber das ist wirklich nicht normal, wie der Gegner gespielt hat in einem Testspiel in der Kreisliga C. Haben die nichts anderes oder besseres zu tun, als uns die Knochen kaputt zu treten? Luis aus Louisiana ist jetzt hier auf der anderen Seite unterwegs. Ja, Yannick hinterläuft ihn. Was macht eigentlich Yannick da vorne? Aber ist auf jeden Fall jetzt hier am Ball. Geht jetzt nochmal hinten rum über Luis und Luis sieht da Lukas, ja. Lukas mit einem schönen ersten Kontakt, schöne Bewegung. Atem wäre jetzt auf der anderen Seite frei, aber ist ja ein kleiner Sniper, versucht zu schießen. Aber schon wieder ein Knochenbrecher davor. Und das war's dann auch mal für heute, bevor sich hier der nächste verletzt und im Krankenhaus landet. Und hier stehen wir ganz am Ende. Ja, 3:2 ist es am Ende ausgegangen. Wir haben auf jeden Fall Kampfgeist bewiesen und haben das Ding dann noch nach Hause geschaukelt. Aber wir haben gerade von Spidey erfahren, es sieht nicht gut aus. Eventuell muss der Junge jetzt sogar operiert werden. Das ist richtig Fail für die Aufstiegsrunde. Deswegen lasst bitte alle einfach mal ein Like und ein Spidey-Emoji in den Kommentaren da. Dann freut der Junge sich. Und ich wünsche an der Stelle gute Besserung. Und ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm wird. Wer kommt denn da noch? Was geht ab, Jungs? Ich hoffe, ihr habt das ohne mich noch gerissen, ne? War eng, aber hat funktioniert. Ach ja, apropos gerissen, meine Bänder in der Schulter sind nämlich gerissen. Ich hab gehört, Elbertor! Ja, extra für dich. Ey, gib mir doch den rechten.